Ist unsere Geschichte eine Lüge? Dieses Video haben mittlerweile über annähernd 100.000 Menschen sich angeschaut und etliche haben gesagt, da muss doch noch ein bisschen mehr oder darf noch ein bisschen mehr kommen. Diesem Wunsch kommen Reik Garve und ich heute nach und jetzt geht es darum, wie war denn unsere Geschichte wirklich? Ist das, was man uns da in den Geschichtsunterricht erzählt hat, die Wahrheit? Mitnichten. Ihr dürft gespannt sein, so wie ich, über die wahre Chronologie unserer Geschichte hier mehr zu erfahren mit Reik und von Reik Garve. Ich heiße euch herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV und jetzt geht's los. Reik, du bist ja von der Ausbildung Arzt, aber wir treffen uns hier über Geschichte. Warum? Warum nochmal am Anfang, warum ist das aus deiner Sicht so wichtig, dass wir uns mit unserer Geschichte beschäftigen? Und zwar nicht mit Isus-Keilerei 333 ja. und so weiter oder 753 Rom-Koch aus dem Ei, sondern mit dem, was wirklich abgelaufen ist. Naja. Und natürlich in dem Warum. Ja. Warum enthält man uns das vor? Also wie kommst du dazu, ja, dass du dich als Arzt mit dieser Geschichte auseinandergesetzt hast? Also bei der Medizin geht es ja um den Menschen. Und bei der Geschichte geht es ums Menschsein, könnte man sagen, beziehungsweise um die Entwicklung der Menschheit oder auch die Entwicklung unserer Gesellschaft. Und wenn wir die Situation, in der wir uns heute befinden, und ich glaube, jeder hat langsam begriffen, dass wir uns in einer globalen Systemkrise befinden, in allen Bereichen kriselt es, dann müssen wir uns die Frage stellen, wo kommt das her? Und das können wir nur, wenn wir die geschichtlichen Kontext kennen, das heißt, wenn wir die Entwicklung der Jahrhunderte oder gar Jahrtausende davor mal uns genauer anschauen, und zwar nicht das, was uns immer offiziell erzählt wird, sondern wirklich hinter die Fassade schauen. Und erst dann können wir verstehen, wie die Entwicklung gelaufen ist, ob wir vielleicht vor einiger Zeit, ich sag mal, falsch abgebogen sind mit der gesamten Gesellschaft in der Entwicklung und inwieweit wir jetzt an diesem Punkt sind, wie wir da hingekommen sind und natürlich auch, inwieweit wir in die Zukunft uns entwickeln wollen als Gesellschaft. Weil letztendlich, die Gesellschaft wird gelenkt, das ist klar, aber letztendlich muss die Mehrheit der Menschen entscheiden, in welche Richtung es gehen soll. Es werden also verschiedene Angebote gemacht. Und wenn die Menschheit nur die Wahl zwischen Pest und Cholera hat, auf gut Deutsch, dann ist es keine wirkliche Wahl. Eine wirkliche Wahl bekommst du erst, wenn du die Hintergründe kennst. Und du bekommst auch wirklich Kraft und Anschluss an die Ahnen, wenn du die Geschichte kennst, wenn du unsere Herkunftsgeschichte kennst. Und insofern hat für mich, ich habe zwar mit der Medizin angefangen und habe mich mit dem Menschsein viel beschäftigt. Mich hat damals interessiert, wie man gesund, lange, glücklich leben kann, wie man gesund 100 Jahre alt werden kann. Und dann kommst du von einem zum anderen. Also ich war ein Mensch, ich bin immer noch ein Mensch, der, wenn er Themen wirklich interessant findet, richtig in die Tiefe bohrt. Also ich bin ein Tiefbohrer in dieser Hinsicht. Mhm. Und ich lasse mich da auch nicht von irgendwelchen Tabus oder irgendwelchen Dogmen abschrecken, sondern ich gehe da richtig rein. Und wenn ich das Gefühl habe, jetzt ist es für mich schlüssig, jetzt habe ich die Antworten, die ich eigentlich intuitiv gespürt habe, dass ich sie auch dort finden kann, gefunden, dann ist es für mich eigentlich der Zeitpunkt, wo ich sage, jetzt kann ich auch mal darüber was erzählen und vielleicht auch anderen Menschen auf diese Art und Weise Ängste nehmen. Weil mir hat es sehr geholfen, in meiner eigenen Entwicklung Ängste zu verlieren, besser zu verstehen, wo wir uns heute befinden. Und natürlich auf der Grundlage kann ich auch für mich ganz anders, sag ich mal, entscheiden und auch bestimmte Entwicklungen, die vielleicht noch kommen könnten oder die wir vielleicht auch alle anstreben sollten, ich sag mal, besser vermitteln oder auch besser darlegen. Ja? Also diese Klarheit, die mir einfach gefehlt hat. Ich hatte immer das Gefühl, wenn ich jetzt zurückschaue, ich habe in so einem Nebel gelebt. Aber ein Gefühl war da, dass irgendwas hinter dem Nebel sein muss. So ging es mir. Und ich höre das von vielen Menschen auch, dass sie sich ähnlich gefühlt haben, also dass sie gespürt haben, irgendwas ist hier komisch, ich fühle mich gar nicht so richtig hier verankert oder verwurzelt in dieser Gesellschaft. Und das tragen sie ihr ganzes Leben mit sich rum. Und ich habe das auch gehabt und ich bin halt diesen Fragen nachgegangen. Und ich dachte, du fängst mit Medizin an, weil in der Medizin lernst du erstmal den Körper kennen. Du lernst, was Krankheit ist, was Gesundheit ist, was du machen kannst, um Krankheiten zu vermeiden, was du machen kannst, um gesund zu bleiben. Und dann kommst du irgendwann... Das lernt man tatsächlich im Medizinstudium? Naja, im Zweitstudium. Gesund, wollte ich gerade im sagen. Zweitstudium. Ja, im autodidaktischen Zweitstudium habe ich dann diese Sachen für mich gelernt. Zumindest die Fragen, die ich offen hatte.
Und ich bin dran geblieben. Und dann kommst du irgendwann, ich hatte ja schon mal gesagt, als ich über die Schriften von Lothar Göring gestoßen bin oder gestolpert bin, ging es dann mit Atlantis weiter. Dann habe ich verstanden, okay, es gab schon mal eine andere Art von Heilkunde mit Kristallen, Pyramidenenergie. Und dann ging es einfach munter weiter. Und dann habe ich gemerkt, oh, die Geschichte, so wie wir sie derzeit kennen, ist, haut ja vorne und hinten nicht hin. Uns wird da irgendwas erzählt, ja, immer nur Kriege und irgendwelche Könige kamen und gingen und so weiter und Revolution und plötzlich waren wir irgendwie entwickelt, hatten plötzlich das Auto, sage ich mal so, diese Entwicklung. Und ich war misstrauisch, muss ich sagen. So, und dann habe ich einfach mich mehr mit dem Thema beschäftigt und dann kommst du und automatisch. Und derjenige, der dich da am meisten offensichtlich inspiriert hat, ist ein Russe gewesen, Anatoly Fomenko, ich halte es mal in die Kamera, History, Fiction or Science. Also ist das eine Fiktion oder ist es wirklich Wissenschaft? Ja. Es ist Teil 1 von 7? Von 7 Bänden, zumindest, das ist eine 7er Serie, aber der Mann hat noch viel mehr Bücher geschrieben, also ich glaube über 20 noch weitere Bücher. Er ist eigentlich von Haus aus Mathematiker, lebt auch noch. Und ja, der hat mit mathematischer Methodik, die er auch mit seinem Team zusammen entwickelt hat, im Grunde die geschriebene Geschichte analysiert und ist dabei auf sehr viele Widersprüche gestoßen und konnte sie aber auch, das hat er jahrzehntelang gemacht, also angefangen haben sie so etwa 1973, konnte er viele Widersprüche auch auflösen und dadurch hat sich eine komplett neue Chronologieachse ergeben. Man muss ja wissen, die Geschichte ist ohne das Jahreszahlengerüst, ist es eine, man könnte sagen, eine weiche Wissenschaft. Man braucht das harte Zahlengerüst, an dem man im Grunde Dinge eichen kann. Altersbestimmungsmethoden, genauso wie auch bestimmte, ja, ich sag mal, Herrscherdynastien, Gebäude, Artefakte, die man findet, was auch immer, Münzen. Man muss sie ja irgendwo einsortieren können, an irgendeiner Achse, an irgendeiner Zahlenachse. Wenn man aber feststellt, dass diese Achse gefälscht ist oder dass sie, ich sag mal, künstlich extrem gedehnt wurde, sodass uns heute in der Schulbuchgeschichte eine viel zu lange Geschichte erzählt wird, man könnte sagen, ein Märchen wird uns erzählt, ja, das also wesentlich länger ist als die real stattgefundenen Ereignisse, die also stattgefunden haben, also die abgelaufenen Jahre, könnte man sagen. Und das, was in der geschriebenen Geschichte steht, ist halt zigmal so lang. Ja. Wir können ja vielleicht mal, ich habe ja ein paar Abbildungen vorbereitet, um das wirklich anschaulich zu machen, dass wir erstmal so den Einstieg in dieses Thema der Chronologiekritik bzw. der neuen Chronologie bekommen. Und das ist etwas, das ist die herkömmliche Chronologieachse. Nach Scaliger und Petavius. Also das ist so das, was man in jedem normalen Geschichtsunterricht oder Universitätsstudium lernt. Also wir hatten eine Urgeschichte vor etwa 4000 vor Christus, dann kam das Altertum, die Antike, bis 500 nach Christus, das Mittelalter bis 1500 nach Christus und dann die Neuzeit. Und dann entsprechend die alten antiken Kulturen wie Ägypten, die Sumerer, das antike China, Indien, Persien, Griechenland, Römisches Reich und so weiter. Mittelalter entsprechend, ja, mit den ganzen Germanen und Völkerwanderungen und Kreuzzüge und ganzen Reichsgründungen und so weiter. Und dann halt in der Neuzeit ging es dann um den Humanismus, Renaissance, Entdeckung, Kolonialismus, aber eben auch Zeitalter der Kriege, Zeitalter der Revolution, Imperialismus, Industrialisierung, Napoleon und so weiter. Das ist so das normale Fenster, in dem wir uns bewegen, etwa 6000 Jahre. Ja. Und ich sage mal so, wenn wir jetzt da eintauchen, das Thema tiefer, dann wird man schnell feststellen, dass da vieles nicht so richtig hinhaut. Ja. Und wir können ja vielleicht, um erstmal überhaupt in das Thema der Chronologie, der neuen Chronologie einzutauchen, uns auch nochmal mit der nächsten Abbildung vielleicht erstmal so ein bisschen in dieses Thema, wie ist es überhaupt entstanden? Weil es ist ja nicht so, dass ich mir jetzt irgendwas ausgedacht hätte. Ja? Und auch der Fomenko hat sich ja nicht irgendwas ausgedacht, sondern es gab ja vor ihm schon sehr, sehr, sehr viele bekannte Gelehrte, die festgestellt haben, dass die offizielle Geschichtsversion nach Scaliger und Petavius, zwei Jesuiten, also die quasi im Auftrag der Kirche gearbeitet haben, dass da sehr viele Widersprüche sind. Ja, und man kann im Grunde die Entstehungsgeschichte dieser neuen Chronologie, die jetzt von Anatoly Fomenko mit seinem Team begründet wurde, im Grunde in 6 Phasen einteilen. So, und das habe ich jetzt mal hier tabellarisch gemacht. Ich gehe die mal nur kurz durch. Also die erste Etappe, die fing schon im 16. Jahrhundert an. Da waren dann noch Leute vertreten, wie zum Beispiel Wilhelm Kammmeier oder Immanuel Wilikowski. Ja? Also alles Leute, die, also Wilikowski war übrigens auch Arzt und Psychotherapeut und hat sich dann auch nachher nur mit Geschichte beschäftigt. Also auch ein interessanter Werdegang. Mhm. Kammmeier, der hat ja auch herausgefunden, dass zum Beispiel die mittelalterlichen Urkunden alle gefälscht waren, dass es auch keine Originale gibt und dass sie auch falsch datiert waren. Und dann gab es noch Isaac Newton zum Beispiel, war auch natürlich kennen wir auch alle, newtonsche Physik und so weiter, aber der hat sich auch mit Chronologie beschäftigt, beziehungsweise mit der gefälschten Chronologie und hat dann auch ein Buch darüber geschrieben.
Das heißt, diese ganzen Vertreter, und es gibt noch wesentlich mehr, also ich weiß nicht, das ist, also ich war erstaunt, wie viele Menschen sich überhaupt mit dem Thema schon mal beschäftigt haben. Und man kann ja nicht sagen, dass es alles Dummköpfe waren, weil das waren alles hoch angesehene Menschen, aber die haben offensichtlich verstanden, dass in der herkömmlichen Chronologie irgendwelche Widersprüche enthalten sind. Das heißt, die haben mehr oder weniger so Fragmente erkannt, dass irgendwas nicht stimmt mit der Chronologie. Allen voran auch mit dem Mittelalter und mit den Datierungsmethoden. Dann gab es eine zweite Etappe, das war die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Da war ein Russe sehr wichtig, der hieß Nikolai Morozov. Und der war schon so jemand, der hat schon ein bisschen mehr wissenschaftlich das Ganze ist er angegangen, mit Methodik. Und dann kam ja natürlich der Zweite Weltkrieg und dann UdSSR und also diese Blockbildung. Und dann war erstmal in Russland auch finito mit Geschichtschronologie, Forschung und so weiter. Das heißt, es gab eine Zensur, sehr lange, bis etwa in die 70er Jahre. Parallel dazu wurde im Westen dann aber die Katastrophentheorie von dem Immanuel Velikovsky angenommen. Das heißt, also der geht davon aus, dass unsere Geschichte nicht kontinuierlich gleichmäßig verlaufen ist, sondern dass es immer mal wieder große Resets gab, Katastrophenereignisse. Du nimmst schon das von Klaus Schwab in den Mund. Naja, auf jeden Fall Rückstellungen. Die Gesellschaft wurde durch irgendein schweres Ereignis, es kann eine, also er geht von irgendwelchen Naturkatastrophen aus, also hat auch Bücher darüber geschrieben, Planeten oder Welten im Zusammenstoß und so weiter. Also wo es also wirklich heftige Katastrophen gab mit Überschwemmungen, Erdbeben, Vulkanausbrüchen und so weiter, Meteoriten, die runtergekommen sind. Das heißt also, unsere gleichmäßige Entwicklung, wie uns das im Grunde das kirchliche Geschichtsbild vermitteln will, gibt es so offensichtlich nicht. Es gibt genügend Hinweise, dass es immer mal wieder heftige Ereignisse gegeben haben muss. Also nicht nur die Pest. Nicht nur die Pest. So erzählt, ja. So, und das war also im Grunde, im Westen wurde dann also diese Theorie angenommen, im Osten war Schweigen. Bis dann in den 70er Jahren, dann kam der Anatoli Fomenko, ein Mathematiker von Natur aus. Und der hat sich eigentlich gar nicht für Geschichte so interessiert, aber der hat mit Hilfe eines Werkes von diesem besagten Morozov ein Problem der Himmelsmechanik lösen können. Und dann hat er gemerkt, oh, da ist mehr dran und hat sich dann angefangen, in dieses Thema mehr einzuarbeiten, hat noch einen befreundeten Professor auch gebeten, mal Vorlesungen über das Werk von dem Morozov zu machen. Und dann hat er dann quasi ein kleines Team um sich geschart und dann haben die angefangen, entsprechend die Chronologie aus der angewandten Mathematik zu betrachten und haben auch eigene Methoden entwickelt, um die geschriebene Geschichte, also die entsprechenden Werke wie Bibel, Koran, Edda, auch die offizielle Scaliger-Version, die haben das alles analysiert mit diesen mathematischen Methoden und haben dann auch angefangen, nach und nach auch entsprechende erste wissenschaftliche Publikationen in den 80er Jahren zu machen. Und das ging dann 80er bis 90er Jahre, haben sie dann immer mehr veröffentlicht. Das war sozusagen die fünfte Etappe. Und in der sechsten Etappe, ab den 90er Jahren, haben sie dann die ersten Bücher veröffentlicht. Mhm. Also wo es dann auch nicht nur in einem wissenschaftlichen Zirkel im Grunde diskutiert wurde mit irgendwelchen wissenschaftlichen Veröffentlichungen, sondern auch populärwissenschaftlich, das heißt also auch für das allgemeine Volk. Und so sind dann nach und nach diese Werke entstanden. Ja, und was die da geschrieben haben, also die Fülle, das ist einfach unglaublich. Ja, der hat ja auch noch in der Mathematik etliche Bücher geschrieben. Also ist, für mich ist es, der Mann ist ein Phänomen. Ja. Also es ist also auch so eine Art moderner Universalgelehrter. Ja, also er hat sich in der Mathematik also sie gibt es doch noch. Scheinbar schon, ja, wenn man sich offensichtlich mit den richtigen Sachen beschäftigt, nicht nur mit irgendwelchen Zahlen, Daten, Fakten, sondern wirklich mit den Methoden und mit dem Hintergrundwissen oder diese Konzepte, die sich hinter bestimmten Dingen verbergen. Wenn man die kennt, kann man natürlich vieles leichter zusammenbringen. Und das hat er offensichtlich geschafft. Und im Grunde erst so ab den 90er Jahren wurde auch dieser Begriff der neuen Chronologie von ihm geprägt. Und so ist mal jetzt im Schnelldurchlauf das Thema entstanden. Natürlich sind die Werke, weil sie damals noch auf Russisch geschrieben wurden, hier nicht bekannt gewesen. Und das Interessante ist, habe ich auch schon in anderen Bereichen festgestellt, dass quasi der europäische Raum irgendwie übersprungen wird. Und das heißt, die Werke wurden dann ins Englische übersetzt. Mhm. Das heißt, wir leben hier in Deutschland vor allen Dingen in so einer Art mentalen Käseglocke, kriegen nichts mit. Das ist auch in der Medizin teilweise so, dass wichtige Publikationen, die wurden dann irgendwie in Amerika in einem Militärbuchverlag auf Englisch veröffentlicht, anstatt das auf Deutsch zu veröffentlichen. Ja. Und daran sieht man, wenn man sich auch mit Medizingeschichte beschäftigt oder eben mit solcher allgemeinen Geschichte, dass wir richtig ausgespart werden hier. Wir werden richtig wie ahnungslos gehalten. Kommt mir sofort die Assoziation, dann kommt es vielleicht auf die Deutschen erst recht an. Wenn sie dann mal wach werden. Ja, ich meine, aber wenn man ausgerechnet den Deutschen das vorenthält, früher war es so in Biologie, eine Summary oder Abstract, das wurde in Biologie, soweit ich weiß, und Philosophie immer in Deutsch. War die also Wissenschaftssprache Ende des Zweiten Weltkriegs, war die Wissenschaftssprache Deutsch in der Welt. Genau. Ja. Und jetzt hält man uns unter einer Käseglocke, einfach von den Publikationen. Ja.
Ja. Aber das Warum, da kommen wir ja dann noch. Kommen wir noch zu. Da kommen wir noch mal so ein bisschen spekulieren. Ja. Ja, jetzt wird es interessant. Jetzt können wir mal ein bisschen eintauchen in das Thema, wie wurde denn gefälscht oder was wurde gefälscht, damit man vielleicht noch ein besseres Gefühl bekommt, worüber wir eigentlich reden. Ich weiß, das Thema ist sehr komplex und jetzt in einem einstündigen Interview das rüberzubringen, ist nicht möglich. Das heißt, habt ein Nachsehen, wenn ich jetzt nicht bestimmte Themen ansprechen kann. Ja? Ich möchte aber erstmal so ein bisschen so, eigentlich möchte ich neugierig machen. Ich möchte eigentlich viele Menschen erreichen, die auch jetzt mal anfangen, die Geschichte zu hinterfragen und selber sich mal auf die Suche machen. Ja, und es mittlerweile, finde ich, wird sehr viel auch gezeigt, sehr viel veröffentlicht mittlerweile, auch bei YouTube findet man das ja. Das heißt, das Interesse für diese Geschichtsthemen und nicht nur jetzt die Hintergründe, was ich vom Zweiten Weltkrieg, sondern viel weiter zurückliegen, wird immer größer, habe ich den Eindruck. Und ich finde, das ist wichtig, weil die Menschen, glaube ich, spüren, wenn sie die Anbindung an die echte Geschichte bekommen, dann bekommen sie auch wieder ihre Kraft. Ja, ja, wenn ich die sozusagen Evolution der Menschheit in den letzten paar hundert Jahren sehe, wenn man die Gebäude der Antike oder auch, sag mal hier in Leipzig, das Reichsgericht oder auch andere Gebäude, mit wie viel Schönheit sie gestaltet wurden und Finesse in der Gestaltung. Und dann siehst du die Plattenbauten und sagst du mal, meine Güte, das ist ja eine Degeneration, ja, also eine Devolution, aber keine Evolution. Also wo sind wir gelandet? Ne? Auf der einen Seite wird uns weiß gemacht, wir sind also durch die Technik nie war die Menschheit so weit, aber ich habe den Eindruck, wir sind eher degeneriert. Ja, also allein in der Ästhetik, wir schaffen keine Schönheit mehr, sondern Hässlichkeit. Ja. Ja, und nennen das dann noch Kunst, ne? Und nennen das auch. Also wenn man sich in heutigen modernen Kunstgalerien mal umschaut, was da hängt, ist es. Ja. Ich habe das mal in Hamburg gesehen vor vielen Jahren, also es war furchtbar. Gibt es einen schönen Film, der heißt Die Farben des Herbstes mit Armin Müller-Stahl, wo er so einen alten Maler spielt, einen russischen, und der halt einfach wieder für Schönheit und Gegenständlichkeit wirbt und so einen Ausstellungsmenschen dann ziemlich alt aussehen lässt, der also nur für moderne Kunst schwärmt. Und dann hat er so ein paar Zeichnungen von Behinderten ihm hingelegt und hab ihm gesagt, das ist ein Nachwuchstalent und er schwärmt davon. Und dann sagt er auf einmal, das habe ich heute Morgen aus der Behindertenschule mitgebracht. Also dass Hässlichkeit zum Juwel gemacht wird. Ja, aber lass uns. Und das kann man auch nur tatsächlich im Kontext der Geschichte erkennen, dass wir heute in einer Welt leben, man kann wirklich sagen, satanisch, es ist alles auf den Kopf gestellt. Ja. Viele, die zucken erstmal zusammen, wenn sie den Begriff satanisch hören, verstehen gar nicht, was sich dahinter verbirgt. Das ist auch eine bestimmte Sicht auf die Welt. Das ist also eine sehr, ich sag mal, materialistische Sichtweise, aber auch eine verdrehte Sichtweise. Ja. Ja, und das sehen wir heute in allen Bereichen. Und ich sag mal so, das macht es, wenn man es verstanden hat, wieder einfacher, die Lüge zu erkennen. Man muss es ja nur ins Gegenteil verkehren. Ja. Und ne, man hat uns hier, das ist nochmal die herkömmliche. Ja, aber da gucken wir uns jetzt mal an. Wir blenden sie auch. Das ist vielleicht mal, damit wir erstmal so ein bisschen Gefühl bekommen. Mir geht es darum, auch ein Gefühl zu vermitteln, wie man über Geschichte oder wie man Geschichte betrachten kann. Es geht jetzt nicht um die Aneinanderreihung von Zahlen, Daten, Fakten, also ZDF, was man so in der Schule gelernt hat, das wollen wir hier nicht. Sondern es geht darum, mal ein Prinzip zu erkennen. Also. Was hat der Anatoli Fomenko mit seinem Team herausgefunden? Die haben herausgefunden, wenn sie die verfügbaren schriftlichen Quellen ausgewertet haben, dass sie tatsächlich nur über ungefähr einen Zeitraum von etwa 900 Jahren, etwa 10. Jahrhundert bis 18. Jahrhundert, tatsächlich über Ereignisse, die real stattgefunden haben, Quellen haben. Mhm. Alles, was davor war, haben sie keine Quellen. Das heißt nicht, dass es keine Quellen gäbe, nur sie hatten sie nicht für ihre Auswertung, sagen wir es mal so. Also die haben die Bibel ausgewertet, die haben den Koran ausgewertet, die haben Tora ausgewertet und so weiter. Also die haben sich wirklich breit aufgestellt. Plus eben Münzen, Ikonen, Emaille, Helme, Schwerter und was ist. Also wirklich auch Dinge, die man eben anfassen kann, die gefunden wurden. Und die haben also im Grunde, ich habe ja nochmal hier die Zeitachse aufgezeichnet, die herkömmliche mit etwa 6000 Jahre Umfang. Und im Grunde können sie nur ein Zeitfenster zwischen dem 10. Jahrhundert und etwa dem 18. Jahrhundert wirklich mit Ereignissen füllen. Und das ist interessant. Das sind also real stattgefundene Ereignisse. Aber jetzt kommt's. Diese Ereignisse waren auch die Blaupause für diverse Phantomereignisse. Das heißt, man hat sich aus diesem Zeitfenster bestimmte Herrscherdynastien geschnappt. Welche das waren, können wir gleich noch drüber sprechen. Und hat sie einfach so komplett genommen und hat sie in die Vergangenheit
platziert. Und auch in eine völlig andere. Mit anderen Namen dann. Mit anderen Namen. Und wir haben Orten, ja, vielleicht ja, nur mal als ein Beispiel, das ist einfach nur, dass man ein Gefühl bekommt. Ja. Aber danach gehen wir gleich nochmal auf die Abbildung zurück. Nur, dass man mal versteht, was eigentlich gemacht wurde. Also wir haben im Grunde eine Abfolge. Hier jetzt mal Beispiel Königreich Juda und Heiliges Römisches Reich. Zeitraum beim Heiligen Römischen Reich 10. bis 13. Jahrhundert nach Christus. Königreich Juda im Grunde 930 bis 536 vor Christus. Es ist der gleiche Zeitraum, etwa 400 Jahre. Man sieht die Abfolge der entsprechenden Herrscher. Man kann die Entfernungen von dieser gestrichelten Mittellinie als die Länge der jeweiligen Herrscherzeit oder dieses, wo der Herrscher geherrscht hat, sehen. Was man sehen kann, es spiegelt sich nahezu. Mhm. Die Namen sind unterschiedlich, in der Zeitepoche ist unterschiedlich, die Geografie ist unterschiedlich, aber es fällt auf, und das sind diese Dinge, die er herausgefunden hat, dass sich diese Abfolge nahezu spiegelt. Das ist statistisch, sage ich mal, kein Zufall. Das bedeutet, also, die Dauer dieses Herrschers, sein Nachfolger, und Nachfolger, dass sie exakt ja, den Daten von späteren ja, oder an anderen Stellen genau, also entsprechen. Im Grunde muss man sich jetzt nur fragen, wer hat von wem kopiert. Mhm. Und in seinem Buch, ich hatte da hier vielleicht nur mal, einfach nur damit man mal einen Eindruck bekommt, das ist nur ja, eine von ganz vielen, vielleicht hältst du das noch mal einmal kurz rein. Ja. Also es sind zig solche Abbildungen, die sind natürlich für einen normalen, sag ich mal, uninteressant, für einen Mathematiker hochinteressant vielleicht, aber das Buch hat ganz viel, einfach nur um zu zeigen, wie akribisch die gearbeitet haben, und die haben sehr viele dieser Phantomzeiten herausgefunden. Ja. Einfaches Beispiel, real stattgefunden haben zum Beispiel auch in den geschichtlichen Werken, das ist, glaube ich, so rum, ne? Halte ich es auch nochmal so rum. Ja, ja, also wen es interessiert, kann sich ja auch die Bücher besorgen und dann selber nochmal nachlesen. Ja. Also real stattgefunden hat zum Beispiel die Abfolge bestimmter Zarenkahne in Russland. Was hat man daraus gemacht? Man hat die Abfolge genommen und hat, was weiß ich, eine bestimmte Abfolge und hat die dann zum Beispiel geschichtlich in die ferne Vergangenheit gepackt. Also sprich zum Beispiel ins antike Ägypten. Und hat gesagt, das waren die Pharaon-Dynastie XY und dann kamen die Folgedynastien. Das heißt, man hat also die Namen nur geändert, die Geografie geändert. Das ist, genau, lass uns wieder mit der Abbildung weitermachen. Ja. Wir sind jetzt hier nochmal beim Königreich Juda. Und, ja, oder? Das war nur das Prinzip, damit es erstmal klar ja, ja, wird. Aber ich würde genau mit der Abbildung, die du jetzt in der Hand hast, die würde ich immer. Die nochmal? Ja, die nochmal. Okay. Weil da sind noch ein paar Sachen, die ich noch gerne erläutern würde. Also man hat im Grunde eine Vorlage gehabt und hat die dann in die Vergangenheit platziert und auch in eine andere Geografie, also aus meinetwegen Zentralrussland nach Ägypten oder nach Westeuropa. Und ich habe mir auch nur mal ein paar Notizen gemacht, weil es wirklich sonst die ganzen Zahlen sich zu merken ist schwierig. Also was real offensichtlich nach seiner Analyse stattgefunden hat, ist die Abfolge dieser Zarenkahne in Russland. Und was hat man in den Geschichtsbüchern daraus gemacht? Da hat man dann zum Beispiel das Habsburger Reich. Die ganze Habsburger Dynastie ist eigentlich nur eine Phantomspiegelung von russischen Zarenkahnen, die im 13. bis 16. Jahrhundert gelebt haben. Die gleichen russischen Zarenkahne haben dann als Vorlage gedient, auch für das Heilige Römische Reich Deutsche Nation vom 10. bis 13. Jahrhundert. Oder auch für das Königreich Israel und das Königreich Juda. Ja, und dann wird es dann richtig interessant, auch die Geschichte der Karolinger. Das heißt also, die hat es offensichtlich so nicht gegeben, sondern sie wurden aufgrund einer Verschiebung von einem Original, was aber woanders stattgefunden hat, in den Geschichtsbüchern künstlich reingeschrieben, erzeugt, wenn man so möchte. Phantome. Das scharrt natürlich der Gewunderige und Neugierige mit den Hufen. Warum so eine Mühe? Kommen wir noch zu. Okay, also ich noch ein bisschen Geduld. Wir machen noch ein bisschen erstmal die Methodik, was überhaupt gemacht wurde. Ja. Also das war eine Möglichkeit. Man hat also Parallelverschiebungen gemacht. Das hat er mit seiner Methodik herausgefunden. Und das kann auch keiner widerlegen in dem Sinne. Also da ist er sozusagen als Wissenschaftler so sauber gearbeitet. Ja. Da können ihn die Historiker leider, da weichen sie auch aus. Das ist natürlich, da können sie sich mit ihm nicht messen. Das haben sie keine Chance, sage ich mal so. Also man hat diese Parallelverschiebung, habe ich auch aufgeführt, die gesamte Zeitachse künstlich gedehnt. Also real haben eigentlich nur, sag ich mal, 900 Jahre stattgefunden. Daraus hat man ungefähr 6000 Jahre Geschichte für uns gemacht. Mit antiken Königreichen, Pharaonen, Ägypten, Römerreich und so weiter und so fort. Ich platze gleich. Warum? Ja. Ja. Was hat man noch gemacht? Man hat Urkunden natürlich gefälscht. Das war der Kammmeier, hat das ja herausgefunden. Also diese ganzen Umdatierungen, weiß ich hier, diese Schenkungsurkunden, ja, wo dann die Kirche sich gesagt hat, ja, dein Vorfahre hat hier mal irgendwann uns das Land vermacht. Hier ist die Urkunde, ist jetzt unsers. So konnte man natürlich Land erobern, Land in Anspruch nehmen, Besitz in Anspruch nehmen. Ja? Weil man einfach sagen kann, das wurde uns mal geschenkt von deinem Urahn.
Man hat aber auch Denkmäler, die man gefunden hat, falsch datiert. Da ist wieder das Thema. Wir brauchen die Zeitachse. Und wenn die schon gefaked ist, sage ich mal, gedehnt ist, dann datierst du Gebäude vielleicht auf 4000 Jahre zurück, obwohl die vielleicht nur 300, 400 Jahre alt sind. Und dann bringst du alles durcheinander. Und noch ein ganz wichtiger Punkt. Und jetzt sieht man ja auch, wer hier offensichtlich der Auftraggeber war für dieses groß angelegte globale Projekt der Geschichtsfälschung. Das ist also wirklich auftragsmäßig gelaufen. Es ging darum, auch gewisse Katastrophenereignisse auszulöschen. Dass die Menschen da gar keine Erinnerung mehr dran haben. Und uns eine kontinuierliche, gleichmäßige, ja, geschichtliche Entwicklung zu präsentieren. Also man könnte sagen, eine himmlische Kontinuität. Damit die Menschen also bloß nicht Angst haben, es könnte demnächst wieder irgendwie was auf die Erde fallen und hier Katastrophen erzeugen. Also ist ja nett eigentlich, ne? In gewisser Weise ja. Also wenn man jetzt die letzten anderthalb Jahre sieht, da ist es ja genau umgekehrt, ne? Ja, ja. Und man muss vielleicht noch sagen, diejenigen, die das jetzt also offensichtlich in Auftrag gegeben haben, haben natürlich sich selbst auch eine viel längere heroische Geschichte geschrieben. Nach dem Motto, wir sind schon seit 2000 Jahren hier, das heißt, wir sind mächtig, wir haben Anspruch auf dieses Land oder auf diese Konfession oder auf die Menschen, die hier leben. Wir verwalten die, weil wir schon seit 2000 Jahren im Amt sind, so ungefähr. Obwohl es die vielleicht gar nicht so lange gibt. Ja. Und so haben sich im Grunde, ich sag mal, bestimmte eher unbedeutende Gebiete und auch lokale, sag ich mal, Stadtverwalter oder Stadthalter haben sich zu Adligen und zu Kaisern aufgewertet. Das hat was mit der Hintergrundgeschichte, wir können ja mal den Begriff in den Raum werfen, des hordischen Weltreiches zu tun. Es gab offensichtlich mal ein hordisches Weltreich. Hordisch. Hordisches Weltreich, das ist jetzt Terminologie aus der neuen Chronologie. Wir können auch dazu sagen Tartarien, Großtartarien. Und im Laufe der Zeit hat sich das Ganze mehr oder weniger ist in sich zusammengefallen, also implodiert. Und es haben sich immer mehr Provinzen abgespalten. Und die haben sich dann quasi eine eigene Geschichte gegeben, um keinen Bezug mehr zum eigentlichen Zentrum dieses hordischen Reiches zu haben, nämlich zu den Zarenkhanen, die in Russland residiert haben. Das heißt, Europa ist eine Randprovinz gewesen. Und die hat sich sehr früh abgespalten, vor allen Dingen Westeuropa. Also das, was heute Frankreich, England, Italien ist, die haben sich sehr früh abgespalten, Spanien, Portugal. Und haben ihr eigenes Ding gemacht. Und das, was wir heute erleben in der Moderne, ist im Grunde die Auswirkung von dieser Abspaltung von Westeuropa. Denn die haben später, das können wir dann uns in einem Folgeinterview noch mal genauer anschauen, letztendlich dann ihre Art der Weltordnung etabliert. Und in der leben wir heute. Und wenn man diese ganzen Hintergründe nicht kennt, dann ist man absolut ahnungslos. Man ist ja wirklich orientierungslos, wie ein Blatt im Wind. Man hat keine Verbindung zu Wurzeln, man weiß gar nicht, wo man anknüpfen kann. Und vielleicht noch eine Sache, um die Sache noch ein bisschen runder und perfekter zu machen. Die Begriffe Israel und Judäa werden, also die wir in der Bibel finden, also Königreich Israel und Königreich Judäa, laut Fomenko muss man einfach dieses Israel dafür den Begriff russische Horde einsetzen und für Judäa osmanisches Reich. Und plötzlich ergibt alles Sinn, was du da findest. Und das hat natürlich nichts mit der Palästina-Region zu tun, sondern das spielt sich dann in anderen Regionen ab. Ja. Und vielleicht noch am Ende noch, weil wir haben ja noch einen Rest, da sitzt ja noch ein kleines Schneewittchen und schläft jetzt. Es gab dann also entsprechende Bemühungen, ungefähr so, ja, es fing schon recht früh an, so 16., 17. Jahrhundert, die ersten, sag ich mal, Fälschungen. Und das wurde nachher, sag ich mal, im 18. und 19. Jahrhundert auch also perfekt betrieben. Und seitdem leben wir eigentlich in einer Illusionsblase. Das heißt, da wurde auftragsmäßig die Geschichte komplett gefälscht, weltweit. Das heißt, das große Vergessnis wurde systematisch gefälscht und diese Geschichtsfälschung ist eine Informationswaffe. Sie wurde gegen Menschen und gegen uns alle eingesetzt und wir sind im Grunde wie ein Dornröschen. Wir sind im Schlaf, wir haben im Hintergrund noch die alten Überreste der letzten Hochkultur, vom Großtatarischen Reich. Die Architektur sieht man überall, aber wir deuten sie heute halt anders. Wir sagen dazu Neoklassizismus, ja, oder so Gründerzeitbauten und erkennen gar nicht, dass die Bauten vielleicht dreimal so alt sind, wie es uns erzählt wird und aus einer ganz anderen Dynastie stammen oder einer anderen Zeitepoche. Ja, das heißt, wir finden uns jetzt momentan noch in so einer Art kollektiven Schlaf, einem großen Vergessen, aber wir sind dabei, wach zu werden. Und das ist, sage ich mal, die positive Botschaft davon. Also, wir machen uns immer klarer, was da eigentlich gelaufen ist. Und das sind ja nur Puzzleteile. Es gibt ja noch viel mehr Forscher, die nach und nach, also ich finde, er hat zumindest diese ganze Chronologie begradigt. Er hat den gordischen Knoten sozusagen durchtrennt und hat die Chronologie wieder in die Ordnung gebracht. Kann man wirklich sagen. Also wirklich alles wieder so sortiert, wie es sein muss. Und jetzt gilt es im Grunde, das Ganze eben noch weiter mit Fleisch zu füllen, also diese Achse mit weiteren Fakten zu füllen. Aber diese Aufarbeitung, wie die Chronologie tatsächlich gewesen sein könnte, statt dem, was uns heute erzählt wird, ist enorm hilfreich,
Weil dann fängt man auch nicht mehr an zu sagen, ja, vielleicht gab es Zeitreisen und sowas, weil man, das, ja. Die Verwirrung entsteht wirklich, weil die Chronologieachse künstlich gedehnt wurde und die Ereignisse eben überall hingeschoben wurden, wo sie gar nicht hingehörten. Ja, und das muss ich sagen, mir hat das sehr geholfen, viel Klarheit zu bekommen. Auch dieses Gefühl, was ich immer hatte, kam dann, konnte mit dem Verstand sozusagen wieder in Einklang kommen, weil ich habe gemerkt, ja, das fühlt sich rund an. Und das passt auch zu vielen Funden, die man machen kann, archäologischer Art. Die lassen sich aus meiner Sicht viel schlüssiger mit dieser Chronologieachse, mit diesem Geschichtsbild erklären, als mit dem, was uns erzählt wird. Mhm. Weil ich sage mal so, das heutige normale offizielle Geschichtsbild ist allein schon deswegen voller Widersprüche, weil wenn man sich mal die Architektur anguckt, es müssen nicht nur die Pyramiden sein, es sind ja auch die klassischen sieben Weltwunder oder auch andere Bauten, die großen Kathedralen in Europa. Ja? Man erzählt uns, ja, die hat man da irgendwann im Mittelalter gebaut. Die Leute sind ja angeblich nur zu Fuß oder mit dem Eselkarren unterwegs gewesen und haben ein Wissen offensichtlich gehabt über Geometrie, über Schallphänomene, über Resonanz, über Proportion und haben das alles nur mit purer Muskelkraft gebaut. Das erzählt man uns. Wenn man das mal selber gemacht hat, versucht hat, sowas zu bauen, dann weiß man, das geht nicht. Ja, mit modernen Möglichkeiten schaffen wir es ja auch nicht. Also wir können vielleicht solche Gebäude bauen, aber wir haben offensichtlich nicht mehr das Wissen, Resonanzräume zu erschaffen, in denen also Klänge widerhallen und da sich Resonanzräume aufbauen, in denen man zum Beispiel auch Menschen heilen kann. Mhm. Ja. Und das sind Dinge, die sind ja da, die kann man sehen. Man kann ja mal ins Ulmer Münster gehen oder ins Kölner Dom gehen oder in Wien oder so, diese alten großen Kathedralen. Ja, und das mal auf sich wirken lassen. Ist es möglich, mit dem Wissen, das damals offiziell angeblich existiert hat, so etwas zu bauen? Antwort: Nein. Na gut, ich sag mal, in der Schule oder was weiß ich, wurde uns erzählt, nee, durch die Kreuzzüge, nee, in der Schule haben sie das gar nicht, also später, durch die Kreuzzüge ne, seien die ja. Templer in den Besitz halt dieser heiligen Geometrie gekommen. Und aus der Romanik wurde dann auf einmal Gotik mit diesen riesen Runen. Kathedralen und die freien Maurer ne, wurden eingeweiht in diese heilige Geometrie und haben sich dann mit Zeichen, Wort und Griff ausgewiesen, ob sie denn da sind. Aber tatsächlich, also mit Muskelkraft und so weiter, kann man sich das kaum vorstellen. Es ist nicht möglich. Ja. Und Pferdekarren. Ja. Das Einzige, was uns hilft, das zu verstehen, ist zu erkennen, dass es offensichtlich vor gar nicht allzu langer Zeit bereits eine globale Hochkultur gab. Und wir haben dann nur noch ganz fragmentarisches Wissen, was jetzt aber so langsam wieder ins Gedächtnis zurückkommt. Und dann können wir erkennen, dass wir quasi aus dieser Hochkultur abstammen und dass das, was noch überall so versprengt übrig ist, letztendlich Reste davon sind. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Faktor, den du jetzt angesprochen hast. Wenn ich hier durch Leipzig gehe oder ja, also und die Schönheit, die Ebenmäßigkeit, die Proportionalität der Gebäude ja, auf mich wirken lasse und dann eben die moderne Architektur daneben stelle, dann kann ich sagen, das ist Degeneration. Ja. Absolut. Und warum passierte das, obwohl wir doch so angeblich technisch fortschrittlichste Menschheit, die es je gegeben hat. Pustekuchen. Nimm mal die nächste Abbildung. Ja. Wir müssen mich jetzt tatsächlich mal kurz, aber wir werden das in einem Folgeinterview näher ausführen, mal über das Thema der Resets sprechen. Ja? Es geht jetzt um die Zivilisationsresets. Und wir haben jetzt nicht erst seit 2020... Das ist jetzt Willikowski oder... Nein, nicht nur. Wir haben ja jetzt nicht erst seit 2020 ein Reset in Planung, ja? Sondern wir hatten mindestens davor schon drei große. Der eine, das wird uns heute als Pestepidemie verkauft. Ja? Man muss sich überlegen, Pestepidemie. Angeblich ein Drittel der damaligen europäischen Bevölkerung ist umgekommen durch einen Pesterreger. Wenn man da tiefer eintaucht, stellt man fest, es haut hinten und vorne nicht hin. Es gibt Hinweise, dass es damals Erdbebenkatastrophen gab, dass es Überflutungen gab. Es gibt sogar verrückte Ansichten, ja, also ich nenne es jetzt einfach mal, es gibt Gemälde und Bilder, wo man sieht, wo irgendwelche Objekte, wie auch immer geartet, ja, die fliegen da, irgendwelche Strahlen nach unten schießen. Also ob es ist offensichtlich auch vielleicht moderne Flugscheibentechnik damals gewirkt hat oder also was auch immer. Es muss also etwas gegeben haben, was uns aber heute als Pestepidemie verkauft wird, aber es war was anderes, also auch eine Art Katastrophe. Wie kommst du darauf, also das, als Mediziner oder Arzt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass durch einen
ein Bakterium so viele Menschen auf einmal hingerafft werden. Naja, warum ist das unwahrscheinlich? Dann reden wir über das Thema Ansteckung. Ansteckung in der Form, wie es uns erzählt wird, funktioniert nicht. Ja. Also man kann die Symptome, die Menschen bekommen, auch anders erklären. Zum Beispiel hygienische Verhältnisse. Also wenn man eine Katastrophe hat, ist die Hygiene dahin. Mhm. Ja, die Felder sind vielleicht verwüstet, Trinkwasserquellen sind verseucht. Ja. Und das kann erklären, warum Menschen Symptome erleiden. Aber nicht, weil irgendein Bakterium, irgendein Erreger von einer Ratte auf den Menschen überspringt. Zumal dieser Erreger auch von der Temperatur sehr stark abhängig ist. Und auch zu dem damaligen Zeitpunkt gab es keine Rattenplage, auch in den Aufzeichnungen gibt es keine Hinweise, dass da eine Rattenplage aus dem Osten nach Europa eingewandert ist. Also diese Hinweise gibt es nicht. Mhm. So. Nachträglich kann man uns immer alles irgendwie schön reden oder zurechtschreiben. Ja? Pest war im Grunde auch nur ein Sammelbegriff für alle möglichen Symptomatiken, muss man dazu sagen. Ja? Pest hieß ja auch Aussatz. Das heißt, das waren die, die man verbannt hatte aus den Städten. Die hat man ausgesetzt. Das waren die Aussätzigen. Die waren sozusagen sich selbst überlassen und wenn sie keine Versorgung hatten, sind sie wahrscheinlich verhungert oder umgekommen. Also überleg doch mal, ein Drittel der damaligen Bevölkerung in Europa, das waren schon ein paar Millionchen, die umgekommen sein sollen. So. Also ja, da könnte man wahrscheinlich ein ganzes eigenes ständiges Interview zu machen. Aber ich will nur mal sagen, es ist anders, als es uns erzählt wird. Wenn man anfängt, sich wirklich damit zu beschäftigen, stellt man fest, da gibt es so viele Widersprüche, die medizinisch nicht hinhauen. Dann hatten wir offensichtlich eine relativ lange Zeit, ein paar Jahrhunderte, wo mehr oder weniger Ruhe war. Aber dann kam ein richtig heftiges, einschneidendes Erlebnis. Und das muss etwas gewesen sein, da können wir im zweiten Teil nochmal ausführlich drüber sprechen, sowohl eine globale, ich nenne es jetzt mal vorsichtig Naturkatastrophe, obwohl ich nicht davon ausgehe, dass es eine Naturkatastrophe war, sondern die wurde künstlich herbeigeführt, infolge eines globalen Krieges, eines Weltkrieges. Und das Ganze muss in einem Zeitfenster von zwischen 1700 nach Christus und bis ungefähr 1850 stattgefunden haben. Und in dieser Zeit wurde eigentlich der größte Teil von dieser vorherigen Hochkultur, also dieses hordischen Reiches oder dieser tatarischen Kultur, zerstört. Also wir hatten eine globale Einheitskultur, man findet überall Hinweise. Ja, wenn man sich damit nicht beschäftigt, klar, dann sagt man, was erzählt der jetzt hier? Fängt man an, sich damit näher zu beschäftigen, stellt man so viele Parallelen und so viele Übereinstimmungen fest. Das heißt, es muss damals also ein heftiges Ereignis gegeben haben, es müssen sehr viele Menschen umgekommen sein, wahrscheinlich Milliarden Menschen. Ja. Gab es denn schon, also ich habe doch jetzt irgendwo gesagt, das Ende des 19. Jahrhunderts eine Milliarde Menschen angeblich überhaupt gelebt haben. Aber auch da muss man sich die Frage stellen, wieso ist die Bevölkerungsentwicklung so und dann plötzlich geht sie so? Ja. Was war da? Was war da? Ja, da war der Beginn der Industrialisierung. Genau. Genau. Und Kindersterblichkeit ging runter. Genau. Rente wurde eingeführt. Ja, 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 ja. Ja. Das so erzählt die Hygiene ist besser geworden. Genau. Ne? Aber man weiß auch, wenn der Wohlstand wächst, dann werden weniger Kinder geboren. Das hat damit nichts zu tun. Mhm. Ja? Guckt man sich andere Länder an, wo der Wohlstand sehr niedrig ist, werden sehr viele Kinder geboren. Mhm. Also es hat noch andere Ursachen, diese Geburtenrate. Aber man muss sich fragen, warum haben wir so lange so rumgedümpelt und plötzlich ist es dann so hochgegangen? Es ist sehr auffällig. Fragt sich kaum einer. Man lässt sich relativ leicht mit irgendwelchen Banalitäten abspeisen. Ja, ja, ja. Aber wenn man mal genauer hinschaut, auch die Industrialisierung hat im Prinzip später stattgefunden, als es uns offiziell erzählt wird. Mhm. Also wahrscheinlich erst ab 1850. So. Und wenn man noch tiefer eintaucht, wird man feststellen, dass das, was uns da erzählt wird oder beziehungsweise was da an Technologien erfunden wurde, eigentlich nichts anderes ist als eine kontrollierte Technologiefreigabe von Technologie, die bereits davor existent war. Nur eine Technologie, die jetzt aber auch monopolisierbar ist. Das heißt, Kohle, Gas, Öl, die entsprechenden Kartelle haben sich damals gebildet, um letztendlich uns von der Energie abhängig zu machen und zu kontrollieren. Das heißt, damals hat man im Prinzip einerseits die Technologie, die vor dem Reset vorhanden war, sozusagen im stillen Kämmerlein für sich behalten und hat dann nur das, was man entsprechend nutzen kann, um Menschen zu kontrollieren, also wo man wirklich Monopole und Kartelle entwickeln kann, das hat man freigegeben. Und gleichzeitig hat man natürlich dann auch die Möglichkeit geschaffen, die Menschen, sag ich mal, mit der Technik zu motorisieren, sodass man im Grunde dann auch die entvölkerten Gebiete wieder kolonisieren konnte. Denn auch der Kolonialismus und der Imperialismus haben auch viel später stattgefunden, als uns erzählt wird. Uns wird gesagt, es hat irgendwann 1500 angefangen. Mhm, mh. Wahrscheinlich hat das auch erst im 17., 18. Jahrhundert angefangen. Und man muss sich überlegen, welche Gebiete dann entsprechend von den Europäern kolonisiert wurden. Das war zum Beispiel der gesamte asiatische Raum, ausgehend vom damaligen Romanow-Russland. Es war der Westen der USA und es war Australien mit den ganzen Sträflingen angeblich, ja, als Strafkolonie. Ja. Und da muss man sich auch mal die Frage stellen, warum erst dann, warum nicht schon früher?
Ja, gab es nicht schon Technologie früher? Natürlich gab es offensichtlich schon Technologie. Man findet ja immer mehr Artefakte. Es gibt ja Bücher, heißen der Verbot der Archäologie. Da findest du Sachen, die kannst du auf der normalen Zeitachse nicht einsortieren. Mhm. Beziehungsweise, du könntest es einsortieren, aber du kannst es nicht mit dem herkömmlichen Geschichtsbild in Einklang bringen. Weil das sagt uns ja, wir sind erst seit ungefähr 200 Jahren mehr oder weniger technisch gereift oder haben uns entwickelt. Davor waren wir ja nur Bauern und haben Pferdchen gehabt und das war's. Haben aber irgendwie Kathedralen gebaut oder irgendwelche Riesendinger, wo wir wissen, können wir gar nicht erklären. Ja. Und das sind so Dinge, wenn man die auf sich wirken lässt und ohne Dogma reingeht. Die meisten sind ja schon durch ihre, ich sag mal, akademische Ausbildung so dogmatisch und verbildet, die lassen das ja gar nicht zu. Weil das würde ja bedeuten, sie müssen alles in Frage stellen. Das erleben wir ja extrem jetzt im Moment. Ja, bei den Intellektuellen. Ja, das ist keine einfache Zeit, aber es ist notwendig, um aus dieser mentalen Käseglocke, aus dieser Blase rauszukommen. Also das war mit wohl der heftigste Reset. Und dann haben wir natürlich noch den Ersten und den Zweiten Weltkrieg, den man auch nicht trennen kann. Das ist ein einheitlicher Krieg, könnte man sagen. Die hängen ja zusammen. Ja. Das war für Europa speziell nochmal ein heftiger Reset, weil auch viel zerstört wurde. Auch von der alten Architektur, von der alten Kultur in Europa. Bewusst zerstört. Ja. Und jetzt sind wir in einer Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Da wurden wir im Grunde komplett in einer völlig neuen Ordnung großgezogen. Der Osten wurde sozialisiert, der Westen wurde diesem vermeintlichen Freiheitsgefühl großgezogen. Wir wurden also alle umerzogen, systematisch umerzogen, entnazifiziert und so weiter. Also das ist ja wirklich wie ein Feldexperiment, was hier gelaufen ist. Und jetzt sind wir wieder an einem Punkt, wo offensichtlich sich bestimmte Kreise gesagt haben, so jetzt mal wieder Zeit, wir brauchen mal wieder ein Reset. Wir wollen ja sozusagen auf die nächste Stufe der Kontrolle und der Versklavung gehen. Und dafür müssen wir also eine Krise inszenieren. Das machen wir in diesem Fall jetzt mal nicht mit Bomben und Panzern, sondern wir machen es mit einer Epidemie, mit einer Pandemie, mit einem bösen Virus, um damit letztendlich auch die Wirtschaft in die Knie zu zwingen, die Menschen hörig zu machen, sie zu kontrollieren und sie entsprechend dann zum Impfen zu bewegen. Und zum universalen Grundeinkommen, was man also auch wieder eine Abhängigkeit schaffen. Genau. Also absolute Kontrolle. Ja, darum geht es. Und dann man sieht, ausgehend von, ich sag mal, von dem goldenen Zeitalter, in dem wir uns offensichtlich schon befunden haben, bis in die heutige Zeit gab es mehrere Stufen und auch unterschiedliche Heftigkeit, um uns davon wegzuführen. Das heißt, wir wurden schrittweise von diesem Globalverständnis, globalen Bewusstsein dieser Hochkultur abgetrennt. Das ist das Prinzip von Teilen und Beherrschen. Spaltung. Wir wurden traumatisiert. Traumatisierung, weiß man auch, führt zu Amnesie, zum Gedächtnisverlust. Das heißt, wir verlieren das Verständnis, was davor war, weil wir kämpfen nur noch ums Überleben, wenn wir in so einem Kriegstrauma uns befinden. Und dann kann man uns natürlich alles erzählen. Und gerade Kinder. Das, was man Kindern in der Schule beibringt, ist ja ideal, um denen ein völlig neues, verdrehtes, verzerrtes Geschichts- und Weltbild zu vermitteln. Und wir sehen das ja auch in der neuen Generation, die jetzt ja mal ab 2000 geboren ist, die sogenannte Z-Generation. Die ist sowas von, wie soll ich sagen, obrigkeitshörig, angepasst, unkritisch. Nicht alle. Aber was ich bis jetzt so erlebt habe, ich hatte auch schon Kontakt mit dieser Generation, auch in Schulen, ich hatte auch schon mit Schulklassen zu tun. Ich war ein bisschen erschrocken. Ja. Ja? Also da fehlt so viel Grundlagenwissen, so einfache Zusammenhänge und das ist so eine Hörigkeit, so eine, ja, die hängen sich an irgendwelche Social-Media-Influencer. Wenn die sagen, das ist so, dann ist es so, weil die sympathisch sind. Ja, und das ist fatal. Und die haben gar nicht mehr gelernt, wirklich die Dinge zu hinterfragen und auch mal verschiedene Quellen heranzuziehen, auch mal ein Buch zu lesen vielleicht. Und die gucken sich vielleicht nur Videos an. Nicht alle. Also ich will jetzt nicht über den Kamm scheren, so, aber was ich bis jetzt so mitbekommen habe, ich finde es erschreckend. Ja? Und denen kannst du fast alles erzählen. Die glauben ja auch immer noch, 9-11 war mit Flugzeugen und Teppichmesser und so weiter. Ja. Ja? Und das steht wahrscheinlich genauso auch in den Geschichtsbüchern, die heute in den Schulen benutzt werden. Es war immer noch ein böser Terroristenangriff. Ja? So, und wenn man uns sowas vermittelt, ja, dann sind wir Meilen von dem entfernt, worum es in der Geschichte und auch in dem, was tatsächlich passiert ist, entfernt. Ja. Und das ist fatal, weil dann können wir auch letztendlich keine wirkliche Entscheidung treffen für unsere Zukunft. Wir haben keine Wahlmöglichkeiten, weil unsere Wahlmöglichkeiten sind dermaßen eingeschränkt worden durch diesen Vergessensprozess und auch durch diese Umerziehung, diese Propaganda, diese Informationswaffen. Ich nenne es Informationswaffen, weil es sind Waffen. Und warum sind also es Waffen? Also Geschichte als Informationswaffe. Ja. Eine Informationswaffe ist deswegen eine Waffe, weil sie dazu führt, dass derjenige, der diese Information aufnimmt, in sein Weltbild integriert und danach lebt, sich selbst zerstört, sein Leben zerstört. Er führt im Grunde eine degenerative Lebensweise, selbstzerstörerische Lebensweise. Und zwar über mehrere Generationen. Allein wenn sich jemand schon entscheidet zu sagen, die Welt ist ja überbevölkert und ich will keine Kinder mehr haben. Ja.
dann hat die Waffe funktioniert. Absolut. Ja? Dann ist die Lüge in Teil des Weltbildes geworden, zur eigenen Wahrheit geworden, also auch wieder die Verdrehung. Mhm. Und infolgedessen handelt derjenige so, dass er sagt, ich brauche keine Kinder. Ich will keine Kinder. Nee, es gibt zu viele, die atmen zu viel CO2 und so weiter. Die nächste Lüge. Genau. Und das ist das Gefährliche. Und das sind Informationswaffen. Und die Chronologiefälschung ist eine davon. Genauso auch natürlich das Weltbild, was uns seit diesen Resets implementiert wurde, also dieses rein materialistische Weltbild, ist auch Teil schon einer Information. Ja, also das ist ein Riesending. Richtig. Ja, weil, also wenn ich die Vertikale aus dem Leben nehme, also das Spirituelle, dann habe ich für das, was auf dieser Ebene geschieht, ja ein so kleines Verständnis. Ich verstehe gar nichts mehr. Es ist wirklich nur noch rein horizontales Denken. Ja. Wir brauchen dieses Analogiedenken auch in der Senkrechten und die Anbindung. Und die haben wir dann nicht mehr. Und dann sind wir Spielbälle. Dann sind wir Bits und Bytes in einem viel größeren Spiel, das wir nicht durchschauen können. Wir kennen die Regeln nicht. Wir können nur reagieren, wir können nicht agieren. Weil wir gar nicht verstehen, wie die Regeln hier eigentlich sind. Denn die Regeln werden auf anderen Ebenen gemacht und dann letztendlich hier nur durchgesetzt. Also was, ich denke, wir sollten dieses Gespräch nicht beenden, bevor nicht auch sozusagen ein Ausblick, wie wir da rauskommen. Also das eine ist, uns mit dieser Geschichte zu befassen, und zwar ohne Dogmen. Ja. Ne, das ist doch so, weil es da steht. Mhm. Buchgelehrsamkeit ablegen. Genau. Und selber denken. Und selber denken und fühlen. Mein Gefühl, ist das stimmig? Ja. Kann das so stimmen, was man uns da erzählt? Wozu soll das dann führen beim Einzelnen? Wenn er sich jetzt sozusagen öffnet, aus meiner Sicht führt es dazu, also ich kann immer nur von mir sprechen, was es mit mir gemacht hat. Mich hat es sehr ruhig gemacht innerlich. Mhm. Also ich werde nicht mehr durch bestimmte Außenreize getriggert und bestimmte Ängste, die mir vielleicht auch durch die Schule und durch so, oder Schuldgefühle, die mir eingeimpft wurden, durch die Schule und so weiter, da springe ich nicht mehr drauf an. Ich erkenne sofort, dass es Lüge ist. Also ich habe quasi, es ist wie ein Antivirenprogramm für diesen Gedankenvirus in meinem Kopf. Ja, und es ist unsere Sprache, merkst du es? Ja. Antivirenprogramm. Ja? Oder virales Marketing. Ja. Also wie schnell wir etwas aufgenommen haben und zu unserer Sprachwahrheit oder Denkwahrheit gemacht haben. Richtig. Ja, Antivirus, das haben wir uns. Ne? Und jetzt sind wir bei der Impfung. Ja, das Antivirus-Programm. Und es ist ganz wichtig, bei der Sprache auch sehr darauf zu achten, was für eine Bedeutung die Worte haben und auch wie wir sie benutzen. Weil das sind ja die Dialoge, die ich mit mir selbst führe. Mhm. Ja? Das heißt, wenn jetzt schon wieder die Sprache verändert wird, die wurde ja auch verändert. Ja? Also ich sag mal, im Russischen zum Beispiel wurde aus 49 Buchstaben ursprünglich, sind jetzt nur noch, glaube ich, 33 übrig. So. Und damit verliert die Sprache natürlich an Gehalt. Ja. Aber es ist noch ein anderer Aspekt, die Resonanzfähigkeit. Weil Worte, Klang resoniert uns, mit der inneren, mit unserer DNA. Und wenn ich da bestimmte Buchstaben entferne, jeder Buchstabe ist ein Sinnbild, dann verliere ich sozusagen Resonanz. Also für mich selber. Ich kann dann mein Wissen, das in mir gespeichert ist, durch Klänge, durch Frequenzen abrufen. Ja. Und wenn ich plötzlich anders spreche, einfach andere Klänge benutzen, dann komme ich da nicht mehr ran. Dann gehe ich nicht mehr mit meiner Erberinnerung in Resonanz. Und das ist das Problem. Ich bin dann wirklich steuerbar. Ich bin dann quasi nur noch so ein Fünfsinner, kann nur auf die Außenreize reagieren, die mir eben im prägenden Zeitalter, also sprich als kleines Kind bis vielleicht in Pubertät, die werden mir vermittelt. Mhm. Und dann habe ich das drin auf meiner Platte sozusagen. Das ist wie so eine Firmware, die wird da eingraviert. So, und dann ist das drin. Und das wieder zu lösen, ist ganz schwer. Das sieht man ja bei Kindern, wenn die mal eine Regel gelernt haben, du sagst so, morgen ist anders. Nee, geht nicht. Ja, ja. Ganz schwer. Und das ist auch unser Problem. Wir haben also ein Weltbild vermittelt bekommen, wo wir eigentlich klein gehalten sind. Wir sind eigentlich nur voller Schuld, wir Deutschen sowieso. Aber wir sind auch, was unsere Entwicklung anbelangt, ja eigentlich nur Endprodukt einer Affenevolution. Das Universum ist kalt, das läuft per Zufall. Wir sind heute auf dem Höchststand der Entwicklung. Notwendigkeit. Ja, Nützlichkeit. Ja. Das ist also, wir entscheiden nur nach der reinen Nützlichkeit und nicht nach dem Herzen oder nach dem gesunden Menschenverstand. Und das hat uns im Grunde in eine Situation gebracht, wo wir jetzt für bestimmte Kräfte sehr gut steuerbar sind. Solange wir unsere Menschlichkeit wieder zurückgewinnen. Also wenn wir uns zu Bits und Bytes machen lassen, also nur rein rational funktionieren und nur glauben, was der Analytik uns erklärt, sind wir steuerbar. Wenn wir, also ich sag mal, wir sind dann so linkshirnig, wir laufen dann immer so durch die Gegend, linkshirnig. Ja. Und wir müssen aber wieder uns auch diese andere Anbindung schaffen, weil dann entsteht etwas Drittes und das ist die Verbindung, die wir dann bekommen.
Und das ist in der Wissenschaft abhanden gekommen. Die alten Wissenschaftler waren Mystiker. Ja? Die waren ganz anders angebunden. Die heutigen sind Auftragsforscher, die kriegen Gelder und müssen irgendwas machen. Und das ist auch nur, was eben in der materialistischen Wissenschaft anerkannt ist, also Konsens. Ja. Ja. Hat nichts mit Wissenschaft zu tun, das ist Mehrheitsbildung. Das ist, wir sind dafür, dass es ein Virus gibt. Okay, sind wir dafür. Ja? Und dann sagt einer, Moment, wo sind eure Belege? Ist egal, wir sind alle uns einig, dass es den gibt. Also gibt es den auch. Genau. Und das sind so diese Geschichten. Wir müssten im Grunde, wenn wir dann uns damit beschäftigen und erkennen, wie wir seit 200 Jahren in einer künstlichen Matrix leben. Wir leben also seit 200 Jahren im Grunde in dieser satanischen Ordnung, die aus Teile und Beherrsche besteht. Ja. Und dazwischen war dieser heftige Reset, den wir uns dann nochmal in einem zweiten Interview genauer widmen. Mhm. Und das hat uns abgetrennt von dem, was wahrscheinlich das goldene Zeitalter war, wovon alle schon gesprochen haben. Es gibt Leute, die sagen, dass diese tatarische Weltunion, das war das tausendjährige Friedensreich Christi. Schon vorbei? Und können wir das nicht nochmal machen? Also, wenn ihr sagt, das war, und wir sind sozusagen nur der Abspann, das ist aber traurig. So können wir hier nicht aus diesem Gespräch gehen, Mike. Nicht ganz. Das können wir nicht machen. Nein. Also, ich will was anderes sagen. Bitte. Weil wenn wir uns jetzt, viele, die greifen ja zum Beispiel die Apokalypse in der Bibel auf und sagen, es wird noch ganz schlimm. Wahrscheinlich ist die Apokalypse schon stattgefunden. Also zumindest, was Fomenko herausgefunden hat, das ist eigentlich alles schon, ist ein Geschichtsbuch. Die Bibel ist eigentlich das Drehbuch, man könnte sagen, das Hauptwerk für diese Lügenmatrix, in der wir uns befinden. Mhm. Und diese Ereignisse, die da stehen, die haben schon stattgefunden wahrscheinlich. Das heißt, wir sind eigentlich aus diesen schlimmsten Sachen eigentlich schon raus. Ich finde, das ist sehr beruhigend. Ja? Also, dass nicht jetzt erst noch. Also, versuchen aber andere. Also, es sind viele, die sagen, jetzt ist das, jetzt kommt da das siebte Tier, ne, oder was weiß ich. Ja, also Prophetie wird ja darauf dann aufgebaut und so weiter. Aber wahrscheinlich ist es eher so, dass diese schlimmen Ereignisse auch schon stattgefunden haben. Das tausendjährige Friedensreich hat auch schon stattgefunden. Aber jetzt kommt die gute Nachricht. Es ist ja letztendlich so beschrieben, der Satan wurde dann eingesperrt 1000 Jahre. Jetzt haben sie ihn noch mal rausgelassen. Da konnte er noch mal in 200 Jahren noch mal ein bisschen seine Ordnung wieder einbringen. Aber am Ende wird er ja besiegt und wird dann für Ewigkeiten verbannt. Mhm. Ja. Das heißt, auch ein dritter Weltkrieg, der angekündigt ist oder angedeutet ist, wird so in der vollen Stärke nie stattfinden. Das wird bereits verhindert. Ja. Und das heißt, eigentlich sind wir in einer sehr guten Situation. Wir kommen jetzt auch in eine neue, ich nenne es mal neue Erde. Und wir haben jetzt eine Lektion hinter uns, eine Lernaufgabe als Kollektiv, die sehr heftig war, die wir auch jetzt rückblickend mal auswerten müssen, um daraus Lehren zu ziehen für die zukünftigen Generationen. Ja. Aber ich bin der Meinung, wir das Schlimmste haben wir schon hinter uns. Hört sich komisch an, aber das können wir nur vergleichen, wenn wir Geschichtswissen haben. Diejenigen, die noch den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, die wissen, was ich meine. Ja? Die es auch verarbeitet haben, die werden sagen, was wir jetzt haben, ist ja nicht vergleichbar. Wir haben immer noch zu essen, auch wenn es vielleicht mal ab und zu Engpässe geben wird. Aber hier fliegen keine Bomber, hier fliegen keine Panzer. Hier muss man jede Nacht irgendwie Angst haben, dass man durch den Bunker, dass Angriffe kommen. Man wird hier nicht vertrieben, also jedenfalls wir nicht, andere Länder schon. Ja, also dass jetzt Millionen Flüchtlinge jetzt vertrieben werden, irgendwie von der Armee sozusagen vor sich hergetrieben werden. Das haben wir momentan in dieser Form, hier zumindest in Deutschland, nicht. Mhm. Ja, also man muss das auch mal relativieren. Ich finde, wenn man dieses Hintergrundwissen hat, relativieren sich sehr viele Dinge, und Ängste verschwinden. Zumindest war es bei mir so. Okay. Magst du noch zu dieser Folie was sagen? Also das ist nochmal eine richtige Zusammenfassung von dem, was Fomenko sozusagen herausgefunden hat mit seinem Team. Also wir haben, was ich ja sagte, nur bis etwa 11. Jahrhundert schriftlich belegbare Quellen für stattgefundene Ereignisse. Und die Zeit, sagen wir so zwischen Ende 12. bis Ende 16. Jahrhundert ist im Grunde die goldene Zeit gewesen. Also die tatarische Weltunion, wo sich dieses Hordenreich ausgehend von Russland letztendlich weltweit ausgedehnt hat. Das bedeutet auch, dass Europa wesentlich später besiedelt wurde, als es uns immer erzählt wird. Zu diesem Hordenreich gehörte auch Nordamerika, dazu gehörte auch wahrscheinlich Australien und auch Teile von Afrika. Und das war sozusagen ein Doppelreich, also aus dem Hordenreich, was wir heute als mongolisches Reich bezeichnet kriegen. Aber es hat mit dem Genghis Khan, wie er uns erzählt wird, nichts zu tun. Mhm. Ja? Und dem Osmanischen Reich. Das war sozusagen eine doppelte, die haben sich ja sozusagen aufgeteilt, diese Gebiete. Und das ganze Reich hat, wie gesagt, die ganze Welt umfasst. Die ganze Nordhalbkugel. Und es hat dann ungefähr so im 15., 16. Jahrhundert schon interne Krisen gegeben, Spannungen gegeben. Es gab auch so eine Art einheitliches Christentum weltweit. Und es gab dann also in diesem Bereich bereits so im 16. Jahrhundert wahrscheinlich Spaltungen, sodass sich im Grunde dann verschiedene Richtungen abgespalten haben. Und diejenigen, die wir heute, sag ich mal, als die Hintergrundkräfte bezeichnen würden, das sind die, die damals, sag ich mal, mit dem Vatikan sich sozusagen abgetrennt haben,
von dem Einheitlichen. Dann haben wir im Russischen haben wir ja die Orthodoxie behalten. Dann haben wir dieses römisch-katholische. Der Islam ist auch erst in dieser Zeit entstanden, wesentlich jünger. Würden natürlich einige jetzt aufschrecken. Ja, aber ich gebe nur das wieder, was die herausgefunden haben. Man muss sich natürlich, das ist wieder das Thema, wenn ich ein Dogma habe und jemand sagt ein bisschen was dagegen, dann... Aber wenn man sagt, okay, warum ist das so? Würde ich gerne mehr darüber wissen. Also Offenheit zeigen, dann kann man sich damit beschäftigen. Das heißt also, es gab sowohl eine Krise innerhalb des Reiches, dieses hordischen Reiches, im Bereich des Glaubens, als natürlich dann auch später ab dem 17. Jahrhundert durch eine irgendwie geartete Katastrophe, in dessen Folge dann noch ein Krieg entbrannte, wo sozusagen die Ressourcen des Reiches dann neu verteilt wurden, wo sich also bestimmte Gruppierungen abgespalten haben. Und dann im Grunde die Gelegenheit sich gegeben hat, ab dem 18. Jahrhundert eine neue Ordnung zu erschaffen, aus den Trümmern des Alten. Und das ist die Weltordnung, in der wir uns derzeit befinden. Es ist eine satanische Weltordnung, weil hier haben sich satanische Kräfte sozusagen diese Gunst der Stunde zunutze gemacht, um auf den Trümmern der alten Weltordnung und auf der Traumatisierungen der Menschen und den Überlebenden, es sind ja auch viele umgekommen, ihre Ordnung zu etablieren. Und jetzt noch mal eins drauf. Also mit dem Great Reset. Jetzt nochmal die nächste Stufe des Versuches, die absolute Kontrolle zu bekommen, sodass man also den Menschen mit Technik verknüpft, verbindet. Das ist ja sozusagen, was jetzt Verschmelzung im Rahmen von Biologie und Technologie, um ihn noch besser, die Biologie noch besser kontrollieren zu können. Das ist sozusagen die nächste Stufe. Wir befinden uns jetzt im 21. Jahrhundert. Das große Vergessen, man muss vielleicht auch so sagen, in der Zeit 18. bis 19. Jahrhunderts haben sich eigentlich erst die ganzen Reiche, die wir heute kennen, herausgebildet. Das heißt, das moderne China ist wahrscheinlich auch nur 200-300 Jahre alt und nicht älter. Aber auch eben die das sind ja jetzt aber Behauptungen. Also ich bitte dich. Ich gebe nur etwas wieder. Die Chinesen werden dir auf den Kopf steigen, ne, mit der Dingsarmee, die da. Ne, also ja. Da sind wir wieder beim Thema der Datierung. Das ist halt die Problematik. Ja. Also ich will nur sagen, wir haben vorher einen einheitlichen Raum mehr oder weniger gehabt und der ist dann immer mehr kleiner gespalten worden, wie so ein Kuchen. Das heißt, die ganzen Reiche, die wir nachher in Europa hatten, also das Habsburger Reich, das Fränkische Reich, das Deutsche Reich, das sind alles Abspaltungen gewesen. Und innerhalb dieser Reiche wurden dann entsprechend neue Sprachen eingeführt. Das heißt, viele moderne Sprachen sind wahrscheinlich auch nur einige Jahrhunderte alt, auch auftragsmäßig eingeführt. Es gab also offensichtlich früher eine andere einheitliche Sprache, aus der wir dann, aus denen dann sozusagen neue Sprachen geschöpft wurden. Also hier läuft wirklich ein Masterplan ab und das erkennen die wenigstens. Und das ist auch nicht so einfach zu erkennen, weil wenn man jetzt die Quellen heranziehen möchte, um das zu recherchieren, dann wird man nur gefälschte Quellen haben, die bereits innerhalb der Matrix sind. Das heißt, man muss rausgehen aus der Matrix. Und das ist nicht so einfach. Und der Fomenko hat es ja offensichtlich geschafft, mit den Methoden, die er verwendet hat. Er hat ja auch astronomische Quellen verwendet, also so Sternen, Kometen und so weiter, wo er auch zeigen konnte, was da beschrieben wird vor 4.000, 5.000 Jahren, hat vor 800 Jahren stattgefunden. Das kann man berechnen, mathematisch, sodass man ganz klar sagen kann, diese Kalender, auch die vielleicht in China verwendet wurden, die sind nicht so alt, wie es uns erzählt wird mit ein paar tausend Jahren. Und das ist jetzt, sagen wir mal, so die Kurzzusammenfassung. Das heißt, wir leben jetzt in einer Ordnung, die vor etwa 200, 300 Jahren in Trümmern gelegen hat. Und daraus haben sich dann ganz viele kleine Reiche abgespalten, also Teilung. Dann hat man die gegeneinander gehetzt, das haben wir nun gesehen, wir haben ja genügend Kriege hinter uns. Und die dritte Partei im Hintergrund hat sich gefreut und hat die Fäden gezogen und letztendlich geherrscht. Ja. Und in dieser Ordnung leben wir heute. Und oder Unordnung, könnte man sagen. Diese Macht dieser dritten Partei kann im Prinzip nur dadurch gebrochen wird, dass man darüber Bescheid weiß. Ja. Die Macht liegt bei uns. Ja. Wir müssen ich sag mal so, es ist auch egal, ob die noch da sind oder nicht mehr da sind, spielt keine Rolle. Sie haben ein System installiert, das in den Köpfen der Menschen verankert ist. Und nur jeder Mensch kann bei sich selber dieses System, wir brauchen ein Antivirenprogramm und ich finde, das ist ein sehr gutes Antivirenprogramm, um diesen Virus, der hier drin ist, rauszukriegen. Wir brauchen eine Weltbilderweiterung. Stick, du glaubst nicht an einen Virus. Dann nimmst das jetzt ich hier am Schlusswort. Ich benutze den Begriff, weil den meisten Virus. Kann man das nicht kennen. Irgendwie... mein Großvater war auch Arzt und er sagte, die hatten Furz im Hirn. Ja? Also, naja, ich kann dir noch was Schönes sagen. Als ich hierher gefahren bin, ist vor mir ein Auto gefahren, da stand hinten drauf, think outside the box. Ja. Darum geht es. Wir müssen das Weltbild, die Box, in der wir uns normalerweise mental täglich bewegen, erweitern. Ja. Ja, das ist das Antivirenprogramm. Die Erweiterung des bestehenden Weltbildes. Ja, raus aus den Dogmen. Die Dogmen haben sozusagen alles zugemauert. Und da müssen wir uns mal draus lösen. Und eben, was wir tatsächlich, also genetisch als Beispiel, man wird
Uns wurde gesagt, 97% unserer Genetik sei nicht angeschaltet, also Abfall-DNA. Junk-DNA. Ist ja vollkommener Bullshit, Entschuldigung, Blödsinn. Ja, keine Natur, ja, so intelligent wie sie ist, reduziert, also stellt immer wieder mit einer Akribie diese 97% her. Das heißt, sie müssen eine andere Funktion haben. Mhm. Für mich sind es Antennen. Ja? Genau. Die machen eben dann keine Eiweiße oder so, sondern sind Antennen. Aber offensichtlich, Bruce Lipton hat das mal gesagt, sei da so ein chemischer Handschuh drüber. Mhm. Vielleicht auch nicht. Mhm. Vielleicht gilt es auch da wieder, also nicht, dass wir, wenn ich von Antennen spreche, uns diese Antennen wieder bewusst werden, auch unser Gehirn. Sehe ich als Resonanz. Antenne. Es ist alles Frequenz. Frequenz und Resonanz. Die Frequenzen, ich sag mal so, früher waren das, was wir heute als Kathedralen, als Moscheen bezeichnen, das waren Heilzentren. Die waren mit einer bestimmten Architektur gebaut, die bestimmte Resonanzen erzeugt hat. In denen waren eben diese Orgelpfeifen und die haben bestimmte Klänge erzeugt. Und das wurde ja auch irgendwann verändert, die Frequenzen, das wissen wir ja. Ne? Mhm. Und diese Frequenzen gehen natürlich mit uns selbst in Resonanz. Wenn man in so einer, also in so einer Kirche ist oder in so einem Raum, wo es resoniert, man spürt das ja. Und dieses Resonieren mit dem, was da ist, wahrscheinlich mit diesen 97%, die nur als Antenne oder als Sender und Empfänger für Frequenzen dienen, auch für Stimmfrequenzen. Es gibt ja eine Eigentontherapie, wo man also Töne intoniert, die resonieren mit bestimmten, das merkt man ja auch, wo dann eine Resonanz entsteht, wo dann sozusagen in deinem Körper, oh, jetzt resoniert das hier, diese Frequenz, und die resoniert da. Wir sind ja nicht anderes als Schwingungen. Genau. Und unsere Vorfahren, also diese Hochkultur, die eben wahrscheinlich erst vor 300 Jahren untergegangen ist, die hatte ein perfektes Wissen über diese Frequenzen. Frequenzen. Da wird spannend. Und wir sind nur wir schlafen in gewisser Weise. Wir sind eine eingeschlafene Hochkultur. Und wenn wir uns jetzt erstmal über solche Krücken, sage ich mal, nach und nach daran erinnern, dass es eine Hochkultur gab, die ist noch gar nicht so lange her, ist ein paar Generationen, und was für ein Wissen und Weltbild die hatten, dann haben wir es viel leichter, uns da wieder anzuknüpfen. Und dann können wir das, was in uns ist, die Erberinnerung, das Wissen, was in uns gespeichert liegt, wo wir dann im Grunde auch aus den morphogenetischen Feldern resonieren oder uns das Wissen holen können, das ist ja da, das ist ja nicht weg. Nur wir sind offensichtlich derzeit dissonant mit diesen Dingen. Wir müssen also wieder lernen. Durch unser Denken. Nur. Also das Denken beschränkt. Das dogmatische Denken. Und wir müssen unser Denken öffnen. Und einfach mal alles, deswegen, ich sage hier Sachen, da werden einige Schwierigkeiten mit haben, weil ihre installierten Dogmen sich wehren werden. Aber das ist mir egal, weil es ist wichtig, dass wir unser Bewusstsein jetzt öffnen. Ja. Ja? Weil wir kommen mit diesem Engstirnigen und diesem Boxdenken kommen wir nicht weiter. Wir müssen hat Einstein auch mal gesagt, ne, man kann das Problem nicht auf der Ebene lösen, wo es entstanden ist. Wir müssen also eine andere Ebene gehen. Und das heißt in diesem Fall, wir müssen unser Bewusstsein öffnen, die Box mal aufmachen und damit im Grunde den Raum schaffen für völlig neue Ansätze, Impulse, Ideen. Ja, die Idee ist ja im Raum. Gehe ich mit ihr in Resonanz oder gehe ich nicht mit ihr in Resonanz? Ja, gehe ich mit diesen Themen in Resonanz? Ich weiß, viele Menschen werden damit in Resonanz gehen. Wenn sie das zum ersten Mal hören, das wird ganz stark resonieren bei ihnen, weil sie sich dahin gezogen fühlen. Der Verstand sucht ja im Grunde jetzt, das Gefühl sagt, da ist was. Ja, und der Verstand weiß nicht was, der sucht. Und plötzlich, wie bei mir war das ja auch so, triffst du auf solche Sachen, liest das und denkst so, oh Gott, stimmt. Und du merkst, wie es in dir klingelt. Ja? Ist natürlich nicht wissenschaftlich. Nee, aber ich meine, letztendlich kann man ja den Kräften dankbar sein, die jetzt so um sich schlagen. Wir haben das Internet als eine Kontrollinstanz installiert, also dass man genau weiß, was der Mensch dann anguckt, und Gesichtsbücher, damit man auch Gesichtserkennung besser machen. Und trotzdem ist auf diese Weise kommen die ganzen Dissonanzen, die ganzen Widersprüche, die ganzen Lügen an den Tag und Schwarmintelligenz. Genau. Ja, viele Menschen beschäftigen sich jetzt auch mit diesen Themen im Internet. Meistens im englischsprachigen Raum habe ich ihn zumindest jetzt gefunden. Ja. Das ist sehr viel, viel mehr als im deutschsprachigen Raum. Aber das kommt langsam. Ja. Mhm. Und das ist gut. Wenn sich mehr Köpfe daran setzen, dann kommt auch mehr bei raus. Das ist doch klar. Ja. Weil zwei denken immer mehr als einer. Ja, und der Austausch, das ist ja das, was das da hast du ist. Ein Jesuswort, wann auch immer er gelebt hat, wo zwei in meinem Namen versammelt sind, dann bin ich mitten unter ihnen. Ja. Da entsteht auch was Drittes. Oder was heißt entsteht? Es ist dann präsent, wenn wir offen miteinander sind. Lieber Reik, ich weiß, wir könnten jetzt stundenlang, machen wir jetzt hier mal sozusagen einen Cut. Und in einem weiteren Gespräch werden wir über Groß-Tartarien
oder dieses Reich, was da untergegangen sein soll, ich sag's mal so noch, sprechen. Ich bin natürlich gespannt, was du dann noch mitbringst. Wir haben hier, muss man ja schon sagen, eine Requisite. Eine Synchronizität, muss man wirklich sagen. Ja? Ja, also da oben ist also Tartarien tatsächlich verzeichnet. Wir haben keine Ahnung, wann dieses Ding also entworfen wurde. Aber diese Requisite kennt ihr vielleicht von Stoner, Frank und Frei. Wir haben sie uns mal ausgeliehen für das nächste Gespräch. Also vielen, vielen Dank, Rai Gawe. Gerne. Und bis gleich. Ihr Lieben, ja, starker Tobak, aber diese Zeit ist offensichtlich dafür geeignet, wirklich so viel wie möglich an Ballast abzuwerfen. Seien es Glaubenssätze oder sonst was und Überzeugungen, wie unsere Geschichte abgelaufen ist, was ein Virus ist, könnt ihr ja mal Stefan Langer auch fragen, was er davon hält und. Also eine Zeit der... die erstmal chaotisch ist, ja, damit das Neue entstehen kann. Steht ja sogar auf dem Dollar, ne? Also Ordnung aus dem Chaos. Aber diese Ordnung, die wollen, die wird nicht entstehen. Und da sind wir uns ganz, ganz sicher. In diesem Sinne freue ich mich, wenn ihr auch das andere Gespräch hört über Großtartarien. Und sage für heute Tschüss.